Hallo allerseits, ich bin Zero und wir sind wieder zurück bei Edna bricht aus. Und beim letzten Mal waren wir ja hier in diesem komischen Aufenthaltszimmer angekommen, das mich schon von Anfang an irgendwie so ein kleines bisschen vielleicht verstört hat. Und jetzt wollen wir mal versuchen, ob wir noch mit dem ganzen Rest, der hier alles so rumsteht und rumhängt, irgendwie was machen können. Und ich bin schon mal gespannt, was wir hier so noch alles zu hören bekommen werden. Weil so einige Dinge hier drin kann ich mich immer noch nicht wirklich daran gewöhnen. Aber mal gucken, wo das Ganze jetzt hinführt. Fangen wir doch erstmal mit dem Aschenbecher an. Ich wusste gar nicht, dass hier in der Klinik Rauchen erlaubt ist. Der Künstler war offensichtlich schwer depressiv. Künstlerische Aschenbechergestaltung. Naja, also wenn es Kunst sein soll, dann spricht ja wohl nichts dagegen, wenn wir sie noch ein bisschen verschönern, oder? Mei, ist ja nicht so, als würden wir mit Bleistift auf irgendwelche Gemälde Augen aufkritzeln, ne? Und ein bisschen Ketchup dran schmieren. Es könnte auch ein Serviettenhalter für Schnellimbisse sein. Ja, für gebrauchte Servietten. Moment, ist es im Senf das gleiche? Es könnte auch ein... Ja. Schade. Na gut. Aschenbecher mit Topflappen kombinieren? Ich glaube nicht, dass er heiß ist, aber... Es könnte auch ein Stöfchen sein. Nico fix für Tiermeische. Na dann, guten Appetit. Erstmal ein bisschen rumrühren. Es könnte auch ein Käseigel sein. Woran machst du das fest? Ich frag nur, weil das ist kein Käse da. Das weiß man nicht so genau, bis man mal reingebissen hat. Es könnte auch ein Messerblock sein. Wofür? Für das neunschneidige Schneckenmesser und die Weltraummolluskensäge? Also vom Design her... Könnte hinkommen, ne? Könnte hinkommen, obwohl ich eher glaube, es ist so für ein Siebenschneiden, nicht für ein Neunschneiden, aber... Ja, kleine Details halt, ne? Aschenbecher umtopfen. Ich weiß nicht, klingt nicht gesund, aber... Es könnte auch ein Nachttopf sein. Selbst dafür scheint es mir stark unterqualifiziert. Also ich weiß ja nicht, aber Nachttopf... stelle ich mir ein bisschen gefährlich vor, ein bisschen unhandlich auch. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das abgehen muss beim Saubermachen, aber alles Dinge, über die ich mir jetzt gerade lieber keinen Kopf machen möchte. Aber mal gucken, vielleicht können wir noch ein paar in den Zigarettenstummeln ein paar DNA-Spuren nehmen für die Spurensicherung. Vielleicht ist es auch ein Donuthalter für Streifenwagen. Klingt praktisch, sieht aber zum Kotzen aus. Ja, ein bisschen vielleicht. Können wir jetzt hier endlich unsere Cornflakes reinmachen oder ist es einfach wieder... Das klappt so nicht. Genau. Ach, was eine Enttäuschung. Ich bin mir langsam wirklich mal überlegen, das nächste Mal, wenn ich über irgendwas einfach endlos enttäuscht bin, dann nenne ich das nicht eine Wahnsinnsenttäuschung, dann nenne ich es einfach nur noch Cornflakes. Aber mal gucken, was für eine Zigarettenmarke raucht denn der Captain? Oder muss der das Rauchen aufgeben? In diesem Bild leert nützlich Boy die Aschenbecher im Tiefpater-Cave. Also anscheinend raucht der Captain immer noch, aber wir wissen nicht was. Das ist wirklich eine gute Frage. Raucht er fertige Zigaretten? Stopft er selber? Dreht er selber? Raucht er was ganz anderes? Wir werden es hier wohl nicht erfahren. Aber Moment, sie hätte gesagt, es ist Kunst oder zumindest moderne Kunst oder irgendwas in die Richtung. Können wir jetzt da unseren Namen draufschreiben und es nachher teuer verkaufen? Es könnte auch eine Nachfüllstation für Kugelschreiber sein. Selbst Kugelschreiber würden ihren Kopf da nicht reinstecken. Also, wer wird denn gleich so gemein sein? Von dem her, komm, wir verschönern das einfach noch ein bisschen. Da fehlen noch eh schon ein, zwei Ecken. Es könnte auch eine Abschlagstelle für Polobälle sein. Das Teil zu treffen, könnte das Grundwasser auf Jahre hinweg mit Nikotin verseuchen. Wie voll muss das Ding eigentlich sein?
dass es so eine krasse Auswirkung haben könnte. Aber gut, erst nochmal. Knuspermüsli. Jedes Mal Hunger, wenn ich das höre. Kann man den anpieksen? So ganz leicht. Oder vielleicht können wir mit dem Stuhlbein in das Loch ganz oben und einen Hund dazu holen? Es könnte auch ein Getränkehalter für die Stuhllehne sein. Ehrlich gesagt sieht es nicht so aus, als könnte es Getränke lange halten. Aber vielleicht ist es ja auch ein Getränkelaufenlasser. Ja, ich glaube, das muss noch erfunden werden. Will ich mir aber kaufen. Guck mal, Harvey, ein Aschenbecher. Bist du dir sicher? Es könnte auch die Queen sein. Nein, sieh doch. Diese verrunzelte Oberfläche. Ah, ja. Dann diese Ausdruckslosigkeit, diese Verhärmtheit, dieser aschfahle Farbton. Dieses staatsmännische Getue und diese ständig nach unten gezogenen Mundwinkel. Oh ja. Tja, du hast recht. Es ist ein Aschenbecher. Also ich wäre jetzt wirklich davon ausgegangen, dass sie jetzt kommt. Ja, habe ich doch gesagt, es ist die Queen. Aber na gut. Schnipsen noch kurz den Fußnagel rein. Das könnte auch eine Hornhautraspel zur Pediküre sein. Wenn mal über Nacht der ganze Unterschenkel verhornt. Moment, waren wir schon bei der Gruppentherapie mit dem Aschenbecher? Vielleicht ist das ja eine Idee. Endlich rauchfrei dank Gruppentherapie. Es könnte auch ein Briefbeschwerer sein. Wenn ich ein Brief wäre, würde ich mich darüber auch beschweren. Gut, da kommen wir halt so nicht weiter. Wie ist das, wenn wir ihn einfach anquatschen? Oder wenn wir da auch wieder angejoht? Eine Verschwendung von kostbarem Ton. Also Moment, jetzt der Aschenbecher ist eine Verschwendung von Ton oder ist das Ansprechen des Aschenbechers eine Verschwendung von Ton? Fragen über Fragen. Der Künstler war offensichtlich schwer depressiv. Stimmt, das hatten wir ja schon. Na gut, können wir in dem Fall den Aschenbecher als Mahnmal unserer eigenen Depression mitnehmen? Den hässlichen Klumpen? Ach nö. Schade. Na gut, wir rauchen zwar nicht, oder jedenfalls Edna raucht nicht, soweit ich weiß. Wobei, als sie vorhin mal bei den Pflanzen gekostet hat, denke ich mal, dass sie irgendwelche Erfahrungen haben muss in die Richtung. Sonst hätte sie ja nicht ausschließen können, dass es nicht Dr. Marcells illegale Drogenplantage ist. Von dem her, was ist jetzt mit Benutzen? Ich rauche nicht. Ja, das habe ich damals auch immer erzählt. Nun gut. Jetzt ist die Frage. Sollen wir den Fernseher ausschalten oder sollen wir ihn laufen lassen? Als Programm ist schon irgendwie ein klein wenig verstörend. So nach der 100. Wiederholung. Moment, das ist nochmal eine Topfpflanze. Ich frage mich gerade, ist es jetzt wieder genau das gleiche? Will Harvey sie umklopfen oder umtopfen? Also mach kurz ein Loch rein. Ups, das ist alles falsche. Was sind jetzt hier? Was meinst du, Harvey? Umtopfen? Was hältst du davon, Harvey? Und ich esse. Nee, das will er wieder essen. Ach ja, so ein Poloschläger, ne? Aber es ist eher eine spezielle Art Pflanze. Kann man mit der noch was anstellen? Mir scheint das Fernsehprogramm zu gefallen. Es ist genau ihr Niveau. Das Fernsehprogramm, da gefällt ihr. Okay, ich denke mal, die Pflanze soll zu der Therapie mitkommen. Ich glaube, es würde ihr gut tun. Lass uns die Pflanze umessen. Ja, und dann wird sie eben noch umtopfen. Na gut. Es hat zwar gekritzelt, aber man kann nichts erkennen. Schade. Na gut, ist nützlich, weil immer noch die Blumen am Gießen. In diesem Bild. Ja, tut er. Ich bin mir in dem Fall ziemlich sicher, dass der ganze Rest auch wieder das gleiche sein wird. Von dem her noch ein bisschen Farbe hier in den Raum. So, wunderbar. Ein bisschen Dünger. Hier, ein wenig Dünger. Und Einladung zur Gruppentherapie. Wenn man dieses Fernsehprogramm hier mag, wobei man weiß ja nicht. Ich meine, wenn du jetzt 5 Jahre dastehst
und das gleiche Ding auf Schleife immer und immer und immer wieder ansehen musst. Keine Ahnung, vielleicht gefällt es einem dann nach einer Zeit wirklich. Aber fragen kann man ja mal. Was meinst du, willst du mitkommen? Ob ich noch mit Pflanzen sprechen kann, nachdem ich in der Therapie war? Anscheinend will sie nicht mitkommen. Na gut. Schade. Hätte mich so über einen Freund gefreut. Na gut, dann setzen wir uns da einfach mal kurz hin. Verlockend. Aber ich habe keine Zeit, fernzusehen. Nicht mal ein bisschen? Nein, er scheint irgendwie dahin zu gehören. Was machen wir denn jetzt? Hast du uns einen Tipp? Dieser Stuhl ist nicht ansprechbar. Es ist ein Fernsehstuhl. Gibt es denn irgendwelche Merkmale auf dem Stuhl? So einen Eindruck von einem bestimmten Gesäß vielleicht, das lange, lange Zeit da drauf gesessen hat? Wenn man so nah vor dem Fernseher sitzt, bekommt man Silberfische in den Tränendrüsen. Das habe ich so jetzt noch nie gehört. Uns wurde das Kindern ja einiges erzählt, aber Silberfische in Tränendrüsen? Das ist neu. Das ist neu. Na gut, das war der Stuhl zu unserer Gruppentherapie-Idee. Ich gehöre auf die Couch, nicht auf einen Stuhl. Warum? Also bei der Gruppentherapie saßen wir damals auch alle auf Stühlen. Fällt mir gerade auf. Klar, es ist sehr, 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 sehr kleinlich. Aber ich finde es nur gerade so witzig, wie Ednas Fuß so ein kleines bisschen durch den Stuhl durchklippt. Aber es ist jetzt natürlich einfach nur wegen der Perspektive. Aber es ist trotzdem witzig. Na gut, wo waren wir? Ach ja, genau, Farbe. Dieser ganze Raum ist ein bisschen zu grün. Also ich mag grün zwar als Farbe, aber so im ganzen Raum, ich weiß nicht, du brauchst schon ein paar farbliche Akzente. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Du sollst doch nicht einfach essen. Was denkst du denn, Edna? Dezente Unterschiede zwischen Sitzkissen und Topflappen. Erklär sie mir. Es sei denn, es hat was mit heißen Hintern zu tun. Dann behalt's lieber für dich. Also ich muss es gerade zugeben, ich will zwar gern was über heiße Hintern hören, ich bin mir nur nicht sicher, ob Edna oder Harvey die richtige Person wären, um sich solche Geschichten erzählen zu lassen. Na gut, schnell ein anderes Thema. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Und Verhörstuhl ist sie auch nicht, ne? Der sitzt bereits lebenslänglich. Und wie ist es mit Captain? Hat er auch einfach nur so einen kleinen Hocker oder hat er auch in so einen Riesenstuhl bei sich im Tiefparterre Cave? In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Schon wieder? Also wirklich, Captain, du sollst dir das Zeug mal aufschreiben. Ja, Edna muss hier. Ja, nicht genau hier, wir können uns ja nicht hinsetzen, aber wir waren hier. Noch kurz. Abschlag? Polo spielt man zwar im Sitzen, aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was du damit bezweckst. Eigentlich wollte ich immer noch einen Freund für unseren Stuhli hier, aber... Dieser Stuhl hat sie noch alle. Im Gegensatz zu gewissen anderen Personen. Ja, das hatten wir doch schon, ne? Das hatten wir auch schon. Langsam merkt man halt, dass sich es bei einigen Dingen immer so ein bisschen wiederholt. Ist ja eigentlich auch logisch, ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Dialoge es hier in dem Spiel gibt. Also gucken wir mal weiter. Was hältst du davon, Harvey? Ich glaube, es ist ein Pferd. Glaubst du? In der Kommandozeile stand Stuhl. Zähl die Beine. Ja. Es muss ein Pferd sein. Genau das, was ich meinte. Wiederholt sich zwar, aber habe ich damals schon gesagt, sage ich jetzt auch wieder, ich gebe Harvey recht. Es muss ein Pferd sein. Ich meine, ein bisschen kleines Pferd. So Schulterhöhe bin ich mir normal was anderes gewohnt, aber trotzdem. Was mich
halt aber nachher trotzdem wieder ein bisschen aufregt, weil ich ja eigentlich von Polo spielen wollte und mir das verwehrt wurde. Aber man kann halt leider nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Genauso wie wir jetzt leider nicht mehr Zeit für diese Folge haben können. Aber keine Sorge, kommt ja bald wieder was Neues. Ich versuch's wenigstens. Nochmal, tut mir leid für das Ganze. Aber muss im Moment halt leider gerade so kommen, nehmen wie es kommt. Von dem her hoffe ich, dass es bei euch ein bisschen besser läuft als bei mir. Wünsche ich allen eine ganz schöne Zeit. Bleibt mir sauber, bleibt gesund und bis bald.